Scheiße, da hat er... Ah, in dem Moment hat er den Kopf angehoben. Getroffen? Ja. Moinsen und herzlich willkommen zurück zum Finale von Ark Herbivores Staffel 2. Wir versuchen im Finale hier gerade den Titanosaurus mit einer Kanone zu zähmen. Er kriegt irgendwie gerade Schaden von irgendwas. Also ich hab mich eingemischt, das sah mir zu gefährlich aus. Ja, das war gerade. Aber der ist immer noch hinter uns her. Ja, ja, jetzt hast du nicht ziehen können. Obwohl ich im Magazin reingeschossen habe, ey. Da, jetzt kommt er. Oh Gott. So gefährlich war das jetzt auch noch nicht. Oh, das war so nah. Das sieht von meiner Position halt so wahnsinnig gefährlich aus, wenn da die Brust schon direkt im Gesicht hängt bei mir. Das ist so unglaublich. Komm her, du dickes Gerät. So, ich lass ihn kommen. Gott. Wie wollt ihr uns überhaupt schießen? Der hat die Akku verloren. Das war blöd. Aber jetzt haben wir wieder Akku. Er kommt. Sie könnten wir denn jetzt schon Kugeln machen, einige, oder? Müsste ich gucken. Ich war gerade Metall holen mit dem Bronto, der noch hier sehr steht. Nah dran gerade. Oh nein, was ist das? Oh Gott. Oh, mal die Tiere da vorlaufen. Ich müsste mich eher auf dem Weg zu dir machen, um die zu holen, ne? Gut, weil ich gerade noch nicht geschossen habe, ey. Kein Tier. Okay, er hat, glaube ich, die Akku verloren. Ich, oh Moment. Hab ihn. Komm schon, du Dicker, komm schon. Ja, das war ein Treffer, glaube ich. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, es kann auch der die Schadensanimation gewesen sein, aber ich meine, es war ein Treffer. Ich glaube, der ist halt schon schneller wie wir, aber dadurch, dass er immer die Akku verliert, kriegen wir wieder Abstand. Er ist, ich glaube, er tatsächlich aus meiner Perspektive sieht es so aus, wenn er exakt genauso schnell ist wie wir. Aber ich meine, du sagst ja, du lässt ihn kommen. Ich renne full Speed, du sagst, du lässt ihn noch kommen und dann schießt du. Das heißt, er ist schon näher gekommen. Dann müsste er dann schon schneller sein. Nee, ich meine, mit. Naja, wenn ich sage halt, ich lasse ihn noch kommen, dann sage ich, ich schieße halt erstmal noch nicht, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob ich treffe. Das ist halt. Aber der kommt, ich glaube, der stand schon am Schluss näher. Was macht denn der da oben? Bergsteigen. Der will an den Honig von dem Bienenstock ran. Oder er hat jetzt schon so viel Torpor, dass er jetzt schon flieht, aber das wäre irgendwie ein bisschen. Der ist jetzt nicht jetzt schon so weit, oder? Ich meine, der müsste ja doch bei 20.000 sein oder so. Das kann doch gar nicht sein, so oft haben wir doch jetzt gar nicht getroffen. Ich meine, laut Wiki, wollte ich nur nochmal anmerken, braucht man rund 30 Treffer. Auf einem normalen Standard-Level. Und da wären wir jetzt ja schon dran. Das heißt, es würde schon Sinn ergeben, dass er jetzt schon wegläuft. Aber dann wird's... Ich hab mir die Torbar geguckt, jetzt war ja erst 11.000. Ist schon seltsam jetzt aber, oder? Dass er jetzt schon wegläuft? Das ergibt keinen Sinn so richtig. Wahrscheinlich lag das jetzt daran, dass er euch angreifen wollte und so lange nicht erreicht hat. Was macht der mit seinem Bein da? Das sieht echt widerlich aus. Jetzt kommt er. Nee, der läuft weg, guck mal. Wie er versucht, wie so ein Elefant, der sich versucht von einer Maus zu verstecken, so auf so einem Schemel. Ich lauf jetzt mal hin und dann guck ich mal, wie sein Topperwert aussieht. Das würde mich jetzt auch mal interessieren, ohne Spaß. Irgendwas stimmt jetzt hier gerade. Hier schießt jetzt jemand auf den Bronto oben. Oh, da ist ein Griffin oben. Das ist unfair, ich bin nackt. Ja, dass jetzt wieder die Störer kommen, war ja abzusehen. Ja, der hat ihn angeschossen, deswegen hat sie hingekommen. Oder? Nee, der war schon die ganze Zeit dabei, der hat nichts gemacht. Der guckt der tatsächlich nicht, mal. Ja. Ja, guck mal, er läuft ja auch komplett in die andere Richtung jetzt gerade so. Also er läuft ja auch von dem Iguanodon weg. Vor allem, wann hört er mal wieder auf wegzulaufen? Das ist ja, voll in Panik. Der schreibt dir einen Local Rex.
Jetzt hat er. Jetzt ist er normal, oder? Kommt er jetzt zu uns? Er hat doch auf irgendwas jetzt Akku, oder nicht? Hä? Moment mal, ich blick. Der ist richtig komisch rum. Ja, ich blick gerade auch gar nichts. Ohne Witz, vielleicht müssen wir jetzt echt mal gucken, wie hoch die Torbau jetzt bei dem ist. Wenn das einer machen kann. Ja, ich bin nochmal unterwegs. Mein Tier nur erst füttern. Ja, ich guck mal kurz. Okay. Falls ich schneller bin. Viel Glück. Er hat Agro definitiv auf irgendwas. Nee, der rennt weg. Der aber hat er guckt sich ja nicht um. Wenn er vor euch wegrennen müsste, würde er sich doch umgucken nach euch. Vielleicht haben wir ihn erblinden lassen. Er ist blind geworden. Er weiß gar nicht mehr, wo er überhaupt noch hinrennt. Also hast du ins Gesicht geschossen? Auf jeden Fall zu wenig Heilt. Konntest du es sehen oder ist er weggelaufen? Er ist weggelaufen, oder? Der ist weggelaufen, ja. Der ist die Brücke hochgelaufen. Der ist einfach hochgestiegen und ich war einfach ein paar Meter zu klein. Das ist komisch, echt merkwürdig, dass er so reagiert jetzt. Das ist schon... Ja, der rennt schon so weg, als wenn er sich die Torpe hält, ja, aber. Aber er. Ich glaube, er hängt hier ein bisschen fest, oder? Nee. Also soll ich jetzt noch Kugeln machen? Ja. Kannst ja erstmal so 10 erstmal machen. Musst ja nicht alles vercraften direkt. Weiß ja nicht wie viel. Kannst ja gucken, dass du so die Hälfte vielleicht. Oder hier sind Tyrizinos, die den Brummbrumm töten und ja. Tyrizino. Ich glaube, craften kann ich gleich nichts mehr. Die sind in unserer Pace drin. Nein, scheiße. Wie sind die denn da reingekommen? Sind die da unten durchgesprengt schon? Nee. Oder? Die Kreativen sind das mal wieder. Ach je. Okay. Machen sie jetzt eine Racheaktion? Ich port mich kurz nach Hause. Okay. Der bleibt einfach nicht stehen hier, der Fette. Oh, der trifft mich da. Der rennt hier alles platt und, ne? Jetzt sprengen sie sich auf jeden Fall rein. Ich laufe mal rum hier. Der direkt bei der Base schon, oder? Ja, bei der Base rum. Der Kopfbogen irgendwo rum. Ich glaube, wir haben da nicht mehr so viel. Aber ein Bogen müsste doch noch irgendwo sein, nur die Pfeile weiß ich nicht. Ja, höchstens in einem Tier vielleicht. Ich habe zwei oder Pfeile dabei gehabt. Oder in den Tieren halt drin insgesamt, aber wir haben alles mitgenommen. Eben. Alter, der bleibt nicht mehr stehen. Naja, ich sehe das schon. Ich meine, jetzt müsste man natürlich versuchen, vor ihn zu kommen. Halt schon, wenn er dann dreht, ja, aber er gleich ist aber Levelgrenze, dann muss er sich wieder drehen. Oder er rennt einfach rein. Er dreht. Warte mal, wenn ich mich jetzt in seinen Weg stelle. Genau. Wenn er einfach jetzt ja gerade ausläuft und wenn ich ihn jetzt einfach so in den Weg stelle. Mir rennt er, bei mich rennt er weit drüber. Und dann im richtigen Moment schießt, aber dann habe ich das Problem, wenn ich dann Gott, die Akku auslöse. Wie lange der Bronto durchhält, ey. Nee, das hat keinen Zweck. Nee, das ist scheiße. Also mit dem schnelleren HC habe ich das geschafft, vor ihm zu laufen, nicht zu folgen. Aber mit dem hier, der ist ja nicht mal langsam. Der hat sich beruhigt. Ja, endlich, Gott. Guck mal seinen Tor vor. Der ist hoch. Moment. Ach, jetzt sehe ich es nicht. Er ist bei 13.700 auf jeden Fall. Ja, aber das ist ja nicht mal die Hälfte. Nicht ganz. Wenn man so viel braucht, ist halt die Frage. Die stehen noch da draußen mit drei Tieren. Ja, das muss schon voll sein. Der muss voll, das stimmt. Komisch. Das ist schon seltsam. Aber jetzt könnte man theoretisch weitermachen. Jetzt ist er wieder gechillt. Ist unser Bronto noch, oder? Ja. Der war noch hier, den habe ich da gelassen. Ich kann nicht drauf schießen, kann hier machen. Ja, Lunza, was wollen wir jetzt machen? Wollen wir jetzt hier warten oder wollen wir die Aktion jetzt weiter zusammen machen, dass du vielleicht das Parazia steuerst und ich schieße? Können wir machen. Weil es natürlich ein Risiko, weil wir jetzt keinen Support dann haben, ne? Ja, kann dann auch schnell schief gehen. Kann schnell schief gehen, aber ich glaube, sonst geht's zeitlich eh auch nicht auf, dass wir das dann noch schaffen, glaube ich. Weil wir sind jetzt richtig. Schon nur noch eine Stunde vom Serverstopp entfernt. Ich meine, wir könnten natürlich in der letzten Session auch ein bisschen überziehen, aber das ist halt vom Aufnehmen auch wieder so ein bisschen blöd dann, wenn es dann nicht reicht am Ende. Dann lass mich mal drauf. Ah ja, stimmt. Genau. So. Hat mich okay, so, ich hitte ihn mal schon, wenn du bereit bist. Huch. Jetzt haben sie ihn erwischt. Brumm, Brumm, Saurus. Prontosaurus. Was killt bei Terizino? Ich schieß mal drauf, ne?
Ja. So. Er kommt wieder zu uns. Du sagst jetzt einfach, wie ich laufen soll. Ja, also einfach wenn ich jetzt. Oh Gott, der Terry steht direkt in seiner Bahn. Lauf einfach los jetzt. Lauf los, lauf los. Er hat schon Akku verloren da, oder? Oh, ich schieß die ganze Zeit auf die Kanone. Ach Mann, das ist so blöd. Im Fadenkreuz ist alles clear und. Aber Schaden gekommen. Richte dich schon mal ein bisschen eher so nach rechts aus. Von deiner. Ja, von achso, ja gut, nee, dann mach einen Bogen, oder. Hä? Haben wir gegen Steine, um das zu reparieren? Ich glaube nicht. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir ihn möglichst gerade laufen lassen. Munition? Mhm. Am besten hier kurz die Akku wieder ablegen. Ja. Weiß grad nicht. Und dann wieder anschieben. Auf jeden Fall. Das war's, ne? Ja, er hat die Akku verloren. Versuchen wir ihn jetzt mal gleich so anzuziehen. Dein hier vorbei. So, jetzt bin ich zurück. Müsste okay. Doch gehen. Hast du Stamina? Ich habe hier eine Minigun. Ja. Und ich habe mit Halbpfeile, aber ich habe keinen Kontrollbogen. Haben wir irgendwo noch einen rumliegen? Und los? Lauf. Möglicherweise. Kannst du dich ein Stück nach rechts ausrichten? So, die ist rein. Wir sprechen unter dir. Er hat wieder Akku verloren. Ich schieß nochmal drauf. Ja. Warte noch. Jetzt loslaufen. Kurz stehen bleiben. Bin schon mal da unten. Loslaufen. Laufen. Ich hab getroffen. Mhm. Ich hab das Blut noch abgekriegt. Ich muss Kanonenkugeln nachholen. Wohin? Ah, okay. Dann lade ich mal nach. Wir machen es lieber jetzt. Lauf los. Ne? Ich hab getroffen. Sehr gut. Was meinst du jetzt? Machen sie ja schön safe, ne? Jetzt machen wir das gleich nochmal lieber mal zwei Schuss oder so voran und gut ist. Das können wir machen natürlich, ja. Dann lass ich drehen? Ich muss drehen. Ja, du musst drehen, dann lass ich ihn jetzt. Ich hab sie einmal angeschossen, die eine. Oh, toll, ich bin so. Es ist quasi gerade so ein Doppelfinale. Die Kreativen greifen an und. Aber es ist nichts mehr da, also. Ja, sie können ja nichts mehr groß finden. Ja, ja. Es ist nichts mehr da, wenn die Spaß dran haben, sollen wir Spaß dran ja, haben. Ja, blöd, dass wir jetzt keine Kanonkugel nachkaufen können, aber. Ja, sie wollen das jetzt halt noch verhindern, Stück ne? Hab ich gemacht, aber. Warte mal, lauf noch ein Stück vor, halt bitte? Ja, ich wollte Stamina laden vor den Anschießen. Ach so, das musst du mir sagen, wenn du keine mehr hast, ne? Ich weiß das ich sonst hab nicht. Ich hab noch welche, aber. Okay, er kommt. Scheiße, da hat er. Ah, in dem Moment hat er den Kopf angehoben. Hab getroffen? Ja. Jetzt aber warte mal, die Stamina. Ja, okay. Wenn er die Akku verliert, ich schieße jetzt nicht. Verlier die Akku. Ja, die Stamina ist weg. Oh nein, verlier die Akku. Er hat die Akku verloren. Ugh. Puh. Ja, sonst müsstest du einfach runterspringen, ihn anschießen und zu Fuß wegrennen. Das habe ich auch gerade schon gedacht. Dann sage ich aber Bescheid, wenn es soweit ist. Das habe ich auch gerade schon gedacht, dass ich das dann machen muss. Kann ich ihn wieder anschießen? Ja, aber ja, wir locken ihn noch einmal hier in die Ecke und dann machen wir eine lange Runde. Auf jeden Fall, ja. Das Iguanodon da, es ist ein wenig nervös machend, obwohl es sich gut verhält. Na, noch ist es nicht im Weg gewesen, also er hat die Akku verloren. Gut, dann mach ich einen Bogen drumherum. Genau. Mach Bescheid, wenn ich dann vielleicht nochmal dann Stamina aufladen nochmal und dann. Jo. So, dann reck mal die Stamina. Ja, ist jetzt quasi noch voll. Kannst loslegen. Hab drauf geschossen. Kann er kommen? Ja. Loslaufen. Chilichi, bist du schon weg? Ich muss weiter nach vorne. Und jetzt. Jawohl, hat getroffen. Gut. Und getroffen. Muss Kanonenkugel rausholen. Oh Gott, Steine. Oh Gott. Der riesige Stein, der hinter uns herläuft. Der Berg, der hinter uns herläuft. Ja, das ist das Gefährliche.
Ich muss drehen, da kommt ein Viech im Weg. Okay, ja, das macht nichts. Ich schieße jetzt eh nicht, er ist zu weit weg. Gut. Er kommt. Dann soll er hier die Agoras wieder verlieren. Okay, dann drehen wir nämlich wieder um. Ich glaube, er hat sie schon verloren. Ja. Dann gehe ich in Position, drücke kurz Stamina und nochmal. Gott. Das ist echt. Wenn du da hinten drauf stehst und der kommt so nah ran, ey, ohne Witz, das ist immer wieder ein Ereignis. Wir sind, glaube ich, zu nah, du musst noch ein Stück weiter nach vorne. Ja, ich muss Stamina erstmal. Achso, okay, weg. Dann Rex Stamina, dann lauf vor und dann schieße ich ihn an. Haben wir genug Stamina? Bin Stamina jetzt voll, ja. Okay, dann schieße ich ihn jetzt an. Er kommt. Kannst schon loslaufen direkt eigentlich. Und ich schieße jetzt. Getroffen. Knapp vorm Stein. Und ich schieße jetzt. Getroffen. Wobei, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob das die richtige Animation gerade war. Es war vielleicht sogar eher der die Schadensanimation. Oh, nee, der Sound hat gesagt, du hast getroffen. Okay, gut. Dann sollen wir nochmal jetzt safe nochmal warten jetzt dann, wenn er dieses Akku verloren hat? Ich glaube schon, oder? Ja. Für den zweiten Bogen dann. Kann ich auch gleich noch die letzte Kanonenkugel rausholen. Waren das jetzt eigentlich alle Kugeln, die wir noch haben, die wir jetzt hier im Parzell hatten, oder? Nee, das müssen noch mehr am Schrank vorne sein. Okay. Und im Tier. Wenn wir jetzt die verschossen haben, das sind jetzt noch 3 Schuss, dann können wir ja mal gucken, wo die Torpor steht. Die müsste ja jetzt eigentlich auf jeden Fall bei über 15.000 stehen, meine ich, weil wir jetzt ja auch noch 4-mal oder 5-mal getroffen haben. Ja. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich die Hälfte haben. Ich hab ihn eingeschläfert. Ich lieg hier in unserem Bett mit den Trank Darts und hab jemanden eingeschläfert. Du hattest keinen Zweck. Oh, ich hab keine Ammo mehr in der Sniper. Der darf ruhig länger schlafen. Mach's mit der Shotgun. Triffst du ihn einfach nicht. Oh, alle Tiere Akku drumherum. Ja, alles wird Akku, nur nicht der Titano. Hier ist ein Raptor, den haben wir jetzt am Arsch. Ja, müssen wir töten. Ja. Der Titano hat auch gerade Akku verloren. Ja, dann kann ich ja hier. So. Oh. Aber ich habe jemanden dreimal mit einem Trank Dart beschossen, der darf jetzt schlafen. Achso, du hast ja. Warte mal, ich tue mal meine Sniper-Muni ins Parazell. Ja. Ich glaube, jetzt nochmal mit dem Tier reden. Moment. So, ich habe auch kaum noch, also mein Sniper ist auch fast kaputt. Das ist das andere Problem, was wir gleich haben. Dann tue ich meinen Sniper gleich mal mit da rein. Okay. Aua, ich werde beschossen. Ich werde beschossen. Ja, ich merk's. Von wem jetzt? Echt? Von wo? Von Gegnern? Ja, wir vom werden Gegner. Angegriffen. Kann es sein, dass der Stream soweit ist? Ja, ist er. Deswegen sagte ich, wir müssen schnell los. Aber wo? Das hilft jetzt so nix. Ja, jetzt muss ich. Jetzt müssen wir die erst bekämpfen. So, ja, dann machen wir das jetzt. Dann gehe ich jetzt zu meinem Teri. Du kannst dir hier ein anderes Tier, einen anderen Teri nehmen. Ich habe jetzt keine. Im Teira. Aber, ja. Im Teira sind Schusswaffen drin. Und Kompaktbogen und. Ja, im Bronto habe ich sie auch bei mir abgelegt. Nur ich will aber wo waren die denn jetzt? Ich weiß es nicht. Ich konnte sie nicht sehen. Ich habe nur die Schüsse gehört. Also das war ein Fabricated Sniper, ne? Definitiv, was dich da getroffen hat. Ja, es könnte auch ein Assault Rifle gewesen sein. Ne, das hatte zu präzise geschossen. Wenn das eins gewesen wäre, dann wären wir nicht so. Das stimmt natürlich, ja. Aber wo war der jetzt, ist die Frage. Ja, den finden wir bestimmt gleich noch. Weil nicht, dass die uns jetzt weglocken, dass wir hier rumlaufen und dann den Parazia mit der Kanone kaputt machen. Ja, richtig. Ich bin richtig. Wo ist Tyra? Hier ist ein Teri, ja, das sind wir, okay. Das ist Jinichi. Ach, Tyra habt ihr mitgenommen? Ich bin auf Tyra gerade. Willst du auf? Da ist mein Zeug noch drin gewesen. Achso, ja, dann hier, ich stehe hier. Dann nehme ich einen anderen, nehme ich halt Yubaba. Wir waren genau hier hinten in der Ecke, Jinichi, als das Feuer eröffnet wurde. Da läuft er! Ich sehe ihn! Auf den Schweinepriester! Du bist schon von Tyra runter. Okay. Ich bin schon runter, ja. Ich hab gesagt, da wollte noch einen Schlafsack setzen. Ich hab sein Zeug und Nordin war das. Nordin. Ja, jetzt habe ich wieder eine Brille. Hast du dir so gedacht, Nordin? Von den Spandauer Stahlspatzen. Spandauer Stahlspatzen.
Okay. Ey, was meint der eigentlich hier? Hey, ich hab Rüstung und Zeug. Zeug! Wieder Nachschub für die Zeugschränke. Ja gut, dann kann ich ja wieder zurück zum Parazier. Davon ist jetzt natürlich auszugehen, dass ab und zu mal welche vorbeikommen und so mal ein bisschen so kleine Nadelstiche setzen wollen, ne? Mal ein bisschen stören bei der Aktion. Der Alte schreibt hier, krass ist da und Rhinos. Hä? Wurde rechts geschrieben, ich weiß nicht, was der meint. Krass ist da... Drei Rhinos Min. Also kommt da ein Tribe mit Rhinos, meint der damit. Wahrscheinlich, ja. Wir werden uns wahrscheinlich angreifen. Wahrscheinlich kommen die hierher dann. Ja gut. Muss halt einer hier Schmiere stehen bei den Tieren und dann rechtzeitig Bescheid sagen, wenn die kommen, dann können wir uns umorientieren. Dann können wir die Tiere aber auch eigentlich schon mal auf neutral setzen. Meinst du, wenn der Titano hier uns aus Versehen trifft? Ist der Flitzer eigentlich jetzt? Dann müsste der Parazier-Reiter passiv pfeifen im Notfall, aber so kriegen wir das vielleicht nicht mit. Das ist doch die Minigun auf dem Flitzer, ne? Denk dran. Ja. Stimmt, ja. Es wird gerade dunkel. Da könnte man sich auch draufsetzen dann. Wir haben jetzt nur noch nicht mal mehr eine Stunde, 57 Minuten haben wir noch. Aber ich glaube, wir können schon mal für eine eventuelle dritte Staffel festhalten, dass es durchaus möglich ist, würde ich jetzt mal sagen, dass es machbar ist auf jeden Fall. So technisch zumindest. Technisch, mit entsprechender Organisation. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auch noch mehr Ressourcen hätten, dann wenn wir jetzt nicht geradet worden wären, dann hätten wir das durchaus wahrscheinlich noch souveräner schaffen können, würde ich sagen. Also, sind die Kuchen jetzt schon aus, oder? Was ist denn? Nee, die Kugel nicht. Wir haben abgebrochen, weil wir ja beschossen wurden. Aber der hat jetzt 18.000 Torpor, der Titano. Ach so, warte mal, die genau, Kugeln. Ich habe ja nur noch zwei im Inventar und im Parazell ist nichts mehr. Gut, dann haben wir im Schrank noch, keine Ahnung, 13 Stück waren es, glaube ich. Okay. Rechnen wir mal blöd für uns, dass wir 500 Torpor machen pro Treffer. 500? Ich dachte 725. Ja, das haben wir jetzt gerade so gedacht, aber wir rechnen einfach mal jetzt negativ für uns. Es wären nur 500. Das, ne, ist dann quasi so, dass es ein paar Fehlschüsse einberechnet. Ja, ja, stimmt eigentlich, das macht Sinn. Dann heißt zwei Kugeln 1000 Torpor. Wir brauchen jetzt noch, wir haben jetzt 18.000, wir brauchen 32.000. Das heißt, wir brauchen noch 14.000 Torpor. Wir bräuchten also 2 mal 14 Kugeln, 28 Kugeln. 28, okay, also dann gucke ich mal, jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 haben wir. Und jetzt haben wir hier noch im Schrank. Zehn, elf, zwölf, 13. Also wir können es jetzt eh schon nicht mehr schaffen. Mit den Kanonenkugeln, die wir jetzt haben. Aber... wir können zumindest den Torpor so weit hochtreiben, wie wir, ja, wie es geht. Weil nachcraften wird jetzt natürlich nicht gehen. Ja, ja, die haben da schon alles weggesprengt. Schade. Wir können auf jeden Fall mit Sicherheit sagen, es geht. Man kann es schaffen, das Finale. Auf jeden Fall. Wenn man jetzt nicht gerade von allen Seiten angegriffen wird. Und wenn man vielleicht auch noch ein bisschen mehr Ressourcen hat und auch die Möglichkeit hat, vielleicht mit 5 Leuten das Ganze zu machen und... wenn man sich auch gegenseitig nochmal ausrüsten kann, also wenn man quasi eine Nachschublinie hat mit Kugeln und so, dann müsste es gehen. Also es ist kein unmögliches Finale, wie vielleicht auch schon einige gedacht haben. Ja, so ist das halt. Hätte jetzt bei dem Wade von Zos da unser einer Parazier nicht mit den ganzen Kugeln das Zeitliche gesegnet. Mhm. Das sind immer so, ne? diese Dinge, diese Dominosteine halt, die dann umfallen und andere mitreißen. Das ist halt echt so. Also könnte man jetzt aber zumindest mit Hommage an Zos sagen hier, ne, ihr habt es verhindert, dass wir die Titanos heben konnten. Ja, ja. Könnte man so sagen, ja. Der Titano haut übrigens gerade sehr weit ab, also... weiß nicht, seid ihr, wer ist jetzt bereit? Alle wieder hier. Kann einer von euch drauf bei mir? Ich brauche einen Piloten. Ich bin gerade ein ganzes Stück weggelaufen. Okay, dann... wer kann, ja, wer möchte. Ach, ich. Also ich würde schon sagen, dass wir jetzt weitermachen. An dieser Stelle ist auch nochmal die Playlist zur ersten Staffel verlinkt. Falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, könnt ihr dort schauen, wie alles angefangen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge Kirby Wars Staffel 2. Bis dann, ciao, ciao.